Willkommen zurück bei The Witcher. Uns erwartet hier eine harte Schlacht, so wie es aussieht. Hier sind Gegner ohne Ende. Hahaha, gleich mal den ersten weggecheckt. Okay, und los geht's. Komm, fang an. Wir müssen natürlich aufpassen, dass wir uns nicht umzingeln oder so. Aber ich denke, das schaffen wir schon so. Yeah. Komm schon. Komm, schlag zu. Jetzt kriege ich Wut oder was? Was geht? Genau, da muss man aufpassen. Und Finish Move. Yes. Oh. Ich komme nicht weg, Leute. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht weg. Ich komme nicht. Ah. Ui. Okay, da müssen wir kurz Kunstzeichen reinhauen. Einmal zack. Und ein bisschen spazieren laufen. Oh, da ist Tubit gesprungen. Cool. Okay, jetzt muss ich nämlich ganz kurz mal schauen, wie ich jetzt die am besten locke ich sie hier raus. Na? So. Zu den anderen. So. Und jetzt trinken wir erstmal ein Schlückchen. Ja. Yeah. Genau so. Jetzt sind die ein bisschen abgelenkt. Und ich kann mich um die kümmern. Ganz locker und einfach. Draußen ist auf jeden Fall mehr Platz. Na komm, bleib hier. Achso, halt, falsches Zeichen. Ich wollte ja das da hier. Ah, nicht getroffen. Oh. Okay, die werden noch zum. Ah, ne, da ist schon noch einer. Komm, komm, komm. Verteidigt euch! Yes! Jawohl! Na komm! Hehehehe! So. Ach, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Mal so ganz am Rande. Dieses Spiel unterstützt, besser gesagt, die G19 unterstützt das Spiel. Hier wird angezeigt, mein Leben, die EP. Wie gesagt, das ist wahrscheinlich hier so für die Magie, der gelbe Balken da oben. Toxic, also wie viel ich mich selbst vergiftet habe. Und die EXP to the next level. Also sind 35.000. Ne, halt. 351.000. Oh, interessant, interessant. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Da sieht man, wie ich auf meine Tastatur schaue. Ey, komm, Alter, steh auf. Steh auf. Steh auf. Wir loggen die mal an hier. Na komm. Na komm. Shit, man, die schießen mit einer Armbrust oder so eine Scheiße auf mich. Toll. Wieso habe ich keine. Ja, durch die. Ja, sicher. Warum auch nicht, ne? Ey. Das ist nicht nett. Ey, was soll das? Ey, das ist doch zum Kotzen, ey. Es ist schön, euch zu sehen. Hört zu, Yevhen plant etwas. Wir starten einen Frontalangriff. Lenken Sie ab. Dann hat er eine Chance. Ihr hört euch wie Sultan an. Okay. Kein Problem. Schießt ihr aber bitte auf sie. Da müssen wir da durchbrechen. Platz. Oh, oh, oh. Und das werden nicht wenig. Ja, aber willst du mir mal helfen, oder? Alter. Ah, da kommen schon so kleine Mini-Zwerge. Lenkt sie ab, ist gut, ne? Alter, hier wird die Fresse voll. Oh, alter Schwede. Zwei so dicke? Das überlebe ich nicht. Ich
Ich muss die irgendwie auseinanderkriegen hier. Dass nicht alle auf mich losgehen. Ja, aber das, genau das ist mein Problem. Das kann ich nicht. Oh, sie gehen hinter mich. Sie gehen hinter mich. Anderes Zeichen rein. Nee, halt. Ah, ich krieg Unterstützung. Da geht's. Ja, halt mal sie hier, genau. So schön. Passt auf, dass ich... Ihr Elf hier soll aufpassen, dass ich durchbrechen. Jetzt sind sie schon wieder durch. Mann, die fallen einfach zu schnell um, ey. Oh, den können wir schon. Zack. Einer fliegt zumindest schon mal von denen. Wisst ihr, was das Problem ist? Die da hinten, die schießen auf mich. Das ist mein Problem, wo ich gerade habe. Verpisst euch. Ah, ich bin so auf mich abgesehen, verdammt. Komm, hau weg. So, ich kümmere mich jetzt mal um die verdammten Scheiß-Penner hier. Die nerven, die fucking Armbrustschützen. Alter. Die halten ja zum Glück nichts aus. Da ist noch einer. Boah, der hat gerade aus dem Hals geblutet. Glaube ich. Fuck. Was geht? Was geht? Was geht? Was geht? Wow, pass auf. Ui. Scheiße, voll in die Titte, Mann. Fuck. Oberhalb der Titte. Verdammt, ich dachte fast, sie würde wieder aufstehen. Der zweite Pfeil durchbohrte ihr Herz. Sie hatte keine Chance. Und dabei hieß es immer, die weiße Reiler habe kein Herz. Gehen wir. Weiter vorne ist es sicherer. Das habe ich schon öfters gehört. Solche Sachen. Sicherer und so, gell. Oh, Friedhof im Sumpf. Ach du Scheiße. Oh. Endlich seht ihr raus aus dieser Hölle. Unsere Freunde müssten in Sicherheit sein. Vorsicht, Ungeheuer! Lockt sie von den Flüchtlingen weg. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. War das wieder sein Kampfgeschrei? Oh nein, das sind gerade die, wo so explodieren. Das ist jetzt natürlich doof. Da werde ich jetzt natürlich mal mein anderes Schwert benutzen. Und... Oh! Nur ein Problem und weg! Ah! Ui! Jetzt hat es mich wieder erwischt. Weg! Das gibt's doch nicht. Jetzt kommen die schon wieder. Flammenrose!
Wie? Ah, Hexe, Glück gehabt. Ist alles in Ordnung? Freund. Ihr kamt gerade zur rechten Zeit. Ich bin Jacques de Aldersberg, Großmeister des Ordens der Flammenrose. Gerald von Riva, Hexer. Ich habe viel über euch gehört und kenne eure Taten aus einer verlässlichen Quelle. Erklärt das bitte. Gerald von Riva bittet mich um Erklärungen. Er, der sonst andere so großzügig an seinem Wissen teilhaben lässt. Vergebt mir, dass ich nicht lache. Ich habe nur den Witz nicht verstanden. Ich habe nicht vor, ihn zu erklären. Im Gegensatz zu euch bin ich ein Mann der Tat. Ich möchte lachen, wenn ich mich eurer pseudophilosophischen Reflexionen erinnere. Hexe, nur die Zeit kann uns lehren. Nur mit der richtigen Perspektive kann man begreifen, was Recht ist, wer Mensch ist, wer Ungeheuer, was das Böse ist und wie man es überwindet. Ich bin nicht in Ratestimmung. Erzählt mir doch einfach, weshalb ihr so verbittert seid. Anderenfalls sollten wir uns trennen. Verzeiht mir, ich bin manchmal etwas gereizt. Ihr müsst wissen, manchmal berichtet man mir von euren Taten und auch wenn ich sie nicht alle billige, höre ich sie doch mit Interesse. Und wie habe ich das Interesse des Großmeisters des Ordens der Flammenrose geweckt? Ich weiß gern, was in Temerien vorgeht. Das hilft mir, zur rechten Zeit am rechten Ort zu sein. Jedenfalls danke für eure Hilfe. Ihr seid zwar kein Mensch, doch es ist die Pflicht eines jeden Ritters, den Hilfsbedürftigen zu helfen. Ein Bestandteil unseres Gelübdes. Erhabene Worte. Doch haben sie einen hohlen Klang, wenn die Schreie der Ermordeten noch in der Luft liegen. Gehe ich recht in der Annahme, dass sie für Elfen und Zwerge nicht gelten? Ihr irrt euch. Der Schwur des Ordens ist klar und strahlend. Jeder Ritter schwört, das Gesetz zu achten. Ihr könnt nicht leugnen, dass der Aufstand der Anderlinge sich gegen den Staat richtet. Der Orden wurde gegründet, um dem Gesetz Geltung zu verschaffen, den Frieden zu wahren und unser Überleben angesichts des bevorstehenden weißen Frostes zu sichern. Visima wurde auf elfischen Fundamenten erbaut. Wir beide wissen, dass das bedeutungslos ist. Ich bedauere, was geschehen ist, doch die Anderlinge haben zu den Waffen gegriffen. Man kann die Welt nur auf eine Weise vor der Vernichtung bewahren. Auf eure Weise, meint ihr? Wisst ihr etwas über den Orden? Der Orden ist von seiner Basis bis zur Spitze ein Ideal. Unsere Mission, unsere Vision. Unser Ziel ist eine neue Welt, eine neue Ordnung, die nach dem weißen Frost kommen wird. Eine Welt, in der alle bekommen, was sie verdienen. Und zwar nicht durch Geburtsrecht oder Beziehungen. Eine Welt, in der die Starken den Schwachen helfen und Verbrechen, wie es sich gehört, bestraft werden. Eine Welt mit klaren Prinzipien und Idealen. Ihr müsst wissen, dass jeder uns beitreten kann, ob Bauer, Kaufmann oder gar Hexe. Ritter fordern keinen Lohn. Sie werden für Großtaten befördert. Und ihr entscheidet, wem die Ehre zuteil wird, in einer idealen Welt zu leben? Das ist Demagogie. Bloße Worte, die nur die Gier nach absoluter Macht verschleiern sollen. Schließlich müsst ihr die verirrten Schäfchen auf den rechten Weg zurückbringen. Nein, Jacques, auf so ein Paradies verzichte ich gern. Ich hoffe, wenn die Zeit gekommen ist, versteht ihr es. Lasst euch nicht von mir aufhalten. Ich mag es nicht, wenn ich Leuten Gefälligkeiten schulde. Ihr habt eure Schuld beglichen. Ich verstehe das nicht. Ihr schuldet mir nichts. Unsere Pause ist beendet. Antreten! Lebt wohl. Was für eine Pause, verdammt. Die haben die Viecher weggeklatscht. Lol. Ich werde sie zur Höhle der Droiden führen. Gebt auf euch Acht. Jawohl. Genau. Süße Rache, ich muss weiter. Okay, gut, ich würde sagen, wir sind gesund und munter, mit ein bisschen Vergiftung im Sumpf angekommen. Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter im nächsten Part. Bleibt dran. Ciao.